Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ja keine Zeit zum Sticken, aber ich wollte euch trotzdem ein Video machen und deswegen würde ich gerne so ein kleines Monatsupdate machen. Mein Monatsupdate ist ja eigentlich von April und Mai. April habe ich ja auch nicht geschafft, weil ich keine Zeit habe. Also ja, heute wollte ich eigentlich meinen Rasen mähen heute Vormittag vor der Arbeit, aber es regnet. Habe ich wieder Glück gehabt? Ja, und da habe ich ein bisschen Zeit und da habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil, ja, aber das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt mit meiner Arbeiterei. Gut, fangen wir an mit den kleinen Projekten. Das erste, an dem ich ein bisschen was gemacht habe, sind meine Weihnachtswichtel. Das ist ja so ein Vierer-Set. Und da bin ich soweit. Also ich habe tatsächlich nur an dem einen Wichtelmännchen gestickt. Ich zeige euch das mal von hinten, dann könnt ihr das sehen. So sieht das aus. Also an den anderen ist ja da so ganz bisschen. Und da so ganz da und da so ein bisschen. Aber mehr ist da tatsächlich nicht passiert. Ich habe hier oben schon angefangen, die Backstitches zu machen. Ich habe hier bei dem Projekt drei Farben an Backstitches, aber die anderen Farben sieht man nicht. Also das ist so hier so bei dem Sternchen und so. Aber ja, das fällt nicht auf und deswegen mache ich alles in Schwarz. Ich habe hier teilweise auch Knötchenstich drinne. Das ist, ich muss mal gerade schauen. Hier so, Muttern sieht nichts ohne Brille. Wo war denn das? So hier, wo diese Kringels sind, da sind so vereinzelt so ein paar Knötchenstiche, wie auch immer. Da bin ich schon mal am Überlegen, ob ich da vielleicht Perlen draufsetze. Aber das überlege ich mir noch, weil es wird sowieso eine Weile dauern. Ich muss sagen, diese gehen tatsächlich ein bisschen schneller wie die Halloween-Wichtel, weil ich habe hier nur die Hälfte an Farben. Aber so diese kleinen Scheißerchen sind echt nicht zu unterschätzen. Also pro Wichtel kommen da auch so ein paar hundert Stiche zusammen. Also wenn ich hier so gucke, das sind 100, 200, 300, 400, 500. Also nur diese vollen Kästchen sind schon 500 Kreuzchen und das Ganze drumrum muss ja auch noch gemacht werden. Und wie gesagt, also die Backstitches, die haben es auch in sich. Also dieses Bild besteht eigentlich ganz, 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 ganz viel aus Backstitches. Ja, das war das erste Projekt. So, das zweite Projekt ist denn das Gegenstückchen dazu. Das sind ja meine Halloween-Wichtel. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Da ist doch ein bisschen mehr dran passiert. Also hier habe ich schon ein bisschen angefangen mit den Backstitches. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich euch schon gezeigt, aber ich zeige es euch mal von hinten. Also ihr seht, es ist tatsächlich nicht mehr ganz so viel zu machen, aber wie jetzt bei diesem hier zum Beispiel. Also da ohne Backstitches, also man kann da überhaupt nichts erkennen, also definitiv nicht. Es ist zwar noch ein bisschen was zu sticken, aber ja, aber die haben es also echt in sich. Also da ist mega viel Farbwechsel und das Bild hat ja fast 50 Farben. Also das ist schon eine Hausnummer. Aber die werden so mit den Backstitches total niedlich, auch hier mit den kleinen Bienchen. Ja, hier ist so eine Schleife, die kann man total schön erkennen. Oh, ich muss ganz schnell zur Tür. Kleinen Moment. So, sorry, ich musste mal ganz kurz zur Tür. Nämlich die Tante von DPD war da. Hab die Gelegenheit gleich genutzt, mir Kaffee zu machen. Bei DPD übrigens. Die waren vorgestern hier und ich war im Garten. Da hat die tatsächlich einmal geklingelt und ist direkt abgehauen. So, und wo ich zur Tür war natürlich schon alles weg. So, dann habe ich gestern, also ich hatte dann eine Karte
mit Paketnummer im Briefkasten. Ich weiß nicht, ob sie die im Vorfeld schon geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie schnell sie da diese Karte ausgefüllt hat. Keine Ahnung. Jedenfalls kriegte ich dann diese Paketkarte im Briefkasten, habe dann geguckt, gestern bei DPD auf der Seite, und da stand Zustellung zwischen 10:02 und 11:02. So, dann war es irgendwie 10:30 oder sowas. Und dann gucke ich dann nochmal und da stand dann im Internet auf der Seite, Paket konnte zum zweiten Mal nicht zugestellt werden. Da habe ich ja gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, da habe ich ja erstmal angerufen. Da war ich in so einer komischen Leitung, da musste ich dann erst ein paar Fragen beantworten. Da habe ich schon gedacht, na super, kriegst du überhaupt keiner ans Telefon da. Aber nach diesem ganzen Gequatsche, dann hatte ich dann tatsächlich jemanden am Telefon und habe erstmal Rambo-Zambo gemacht. Und heute war, oder das war sie eben gerade. Also ja, eigentlich wollte ich sie ja ein bisschen zusammenfalten, warum sie so rumlügt, aber nee, ich habe gute Laune und möchte mir meinen Tag nicht vermiesen heute. So, also, wie gesagt, soweit bin ich an dem Projekt. Das Projekt wird jetzt ein bisschen ruhen, weil ich mir für den Juni so ein bisschen was anderes vorgenommen habe. Ja. Ja, das nächste Projekt ist ja meine Meerjungfrau. Da habe ich jetzt tatsächlich ja nicht so ganz so viel gemacht. Ich habe hier das Grün ausgefüllt, ich habe das Lila ausgefüllt und ich habe das Blau ausgefüllt. Dass ich die Perlen hier aufgetrennt hatte, ich glaube, das hatte ich euch schon erzählt. Nee, kann ich ja gar nicht erzählt haben. War ja im letzten Video. Also die Perlen, die habe ich wieder aufgetrennt. Ich werde mir andere Perlen dafür aussuchen. Ich habe mir schon zwei Perlenfarben ausgesucht, die ich mit reinnehmen möchte. Und zwar sind das diese beiden. Das ist ja eine Perlenfarbe, die hatte ich mir für mein eines Stickprojekt, was ich ja mit Perlen sticken möchte, mein Weihnachtsmann. Habe ich mir die ja bestellt, aber da brauche ich tatsächlich nicht so viele. Also werde ich die hier mit verarbeiten. Und hier, das ist so ein lila Ton, den finde ich ganz schön. Ich muss mal gucken, das sind ja hier die Originalfarben. Also ich werde sehen, dass ich von den Farben nicht ganz so abweichen werde. Also dieses wird dann das Lila und dieses Grün wird dann halt dieses Grün, aber es gefällt mir nicht. Also es sieht ja unordentlich gestickt aus, wenn die Perlen ungleichmäßig sind. Und von daher, ich habe Perlen genug. Also ich werde bestimmt das Passende noch finden. Aber die beiden Farben werden auf alle Fälle verarbeitet. Ja, ihr Lieben, soweit sieht sie bis jetzt aus. Also ich finde, sie kommt richtig schön raus. Und ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist, weil es fehlen ja noch die ganzen Backstitches, also das Gesicht, da kommen noch ein paar Konturen rein, hier bei den Armen, da kommen noch Konturen rum und so teilweise hier unten sind noch Backstitches. Also da bin ich wirklich gespannt. Also bis jetzt gefällt es mir wirklich super und es macht sehr, 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 sehr viel Spaß zu sticken. Also das, da haben die mir wirklich was Gutes getan. Also ja, aber auch das Projekt wird jetzt erstmal ein bisschen an die Seite gelegt. So, kommen wir zu meinem nächsten Kreuzstichprojekt. Das ist ja mein Witchway. Da habe ich doch tatsächlich, also ja, das ist jetzt zu groß. Also diese beiden Seiten hatte ich ja fertig. Oder sind das schon drei Seiten? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube zwei. Oder drei, ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist die nächste Seite. Und also das alles habe ich gestickt. Es wäre auch ein bisschen mehr geworden, aber mir ist eine Farbe ausgegangen. Und zwar ist das diese hier. Tata. Ich habe da eine Händlerin gefunden bei eBay. Die verkauft alle Docken. Die Docken sind, glaube ich, bei 1,32 oder so. Sind zwar ein bisschen teurer wie bei Stickteufelchen und wie heißt der andere
Hostage Corner oder so, weiß ich nicht. Die nehmen ja, glaube ich, nur 90 Cent oder 99 Cent pro Docke. Aber was mich da stört, das sind immer diese hohen Versandkosten. Und diese Dame hat mir tatsächlich die Docken ja eben für 1,32, aber dafür nur 85 Cent Versandkosten. Und von daher, ich brauchte nicht so viele. Also ich brauchte von dieser Farbe nur 4 Docken und habe mir die da bestellt. Und also vom Preis her finde ich es vollkommen in Ordnung. Also wir haben ja tatsächlich noch so ein kleines Handarbeitsgeschäft hier bei uns in Bergen. Und da kostet eine Docke über 2 €. Also da bin ich ganz gut mit bedient. Und durch die Versandkosten, die ich mir gespart habe, ja, habe ich mir die da geholt. Also ich habe mir den gespeichert. Ich werde da öfter mal bestellen. Das Schöne ist, dass man dann eben, ja, wenn man so 2, 3 Docken braucht, dann ist man immer noch günstiger, als wenn man es dann bei Stickteufelchen oder so holt. Ja, es ist schade, dass die das nicht anbieten, aber ich glaube, der Aufwand ist dann zu groß, falls mal irgendwas wegkommt und so ist es alles versichert. Da sichern die sich mit ab. Soll auch jeder machen, wie er möchte. Also, wie gesagt, soweit bin ich jetzt. Diesen oberen Teil habe ich fertig. Ich stick hier auf 14 Count mit 2 Fäden. Braucht natürlich dementsprechend mehr Garne. So werde ich mir nach und nach immer noch was dazu holen müssen. Ja, soweit bin ich an dem Projekt. Ja, das nächste Projekt, was ich euch zeigen möchte, ist meine Hello Kitty. Das ist ja dieses Projekt. Das ist wirklich so ein ganz kleines Mini-Bild. Das habe ich zumindest gestartet. Ja, was habe ich gemacht? Also tatsächlich nicht so viel. Ich habe so hier und hier drumherum so ein bisschen was gemacht. Also das war so irgendwie 1,5 Stunden, bevor ich zur Arbeit musste, habe ich mir gedacht, jetzt schnappst du dir das. Also wie gesagt, nicht viel. Ich habe hier unten so ein bisschen Knittern drin. Ich hoffe, die gehen raus. Ich weiß nicht, wie die gekommen sind oder ob die schon da drin waren. Weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich mir das vielleicht irgendwie auf eine Pappe klebe und dann mit doppelseitigem Klebeband. Das hat bei meinem Schneemännchenbild auch ganz gut funktioniert, weil so lässt es sich ein bisschen doof painten, weil das ist wirklich ein arger Knick hier. Ja, aber nicht zu ändern. Also, jedenfalls habe ich jetzt meine Enkeltochter nicht mehr am Hals, weil die hat ja schon geschimpft, dass ich das noch nicht angefangen habe. Also, der Anfang ist gemacht. So, das nächste Projekt, was ich euch zeigen möchte, ist mein Malen nach Zahlenbild. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Das hängt nämlich bei mir an der Wand, aber es ist noch nicht fertig. Aber ich wusste nicht, wohin ich das legen sollte und deswegen habe ich es an die Wand gebappt. Also da ist nicht ganz viel passiert. Ich glaube, da habe ich tatsächlich irgendwie nur 10 Minuten irgendwo was dran gemalt. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, was ich da gemalt habe. Aber also soweit ist das der aktuelle Stand. Das ist auch ein Projekt, was ich mir jetzt im Juni vornehmen möchte. Also das möchte ich eigentlich ja, nächsten Monat fertigstellen. So, und das ist das nächste Projekt. Es ist auch ein Malen nach Zahlenbild. Das kennt ihr so noch nicht. Ich hatte es, glaube ich, in einem Video mit euch angefangen. Und so sieht es jetzt aus. Also da habe ich ganz, ganz viel schon dran geschafft. Soweit bin ich jetzt. So, und diese beiden Projekte, auf denen liegt im Juni tatsächlich mein Schwerpunkt, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass mir vielleicht die Farben austrocknen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern? Ich hatte schon mal ein Malen nach Zahlenbild mit so einer Frau, mit so einem schwebenden, wehenden Kleid und da sind mir ja die Farben ausgetrocknet. Also das möchte ich nicht, dass mir das bei diesen hier passiert. Und deshalb liegt also im Juni der Fokus tatsächlich auf meinen beiden Malen nach Zahlenbildern. Ja, und da ist sie, meine Ranch. Das ist eigentlich das Projekt, wo ich im April ganz, ganz viel dran gemacht habe. Also es sind insgesamt 16.000 Perlen, die ich verstickt habe. Und zwar habe ich hier das Dach, also den ganzen oberen Teil eigentlich ab dem Dach nach unten hin weg. Und da
ist das Haus zu sehen. Ja, also quasi so den ganzen unteren Teil von den beiden Häusern habe ich im April gestickt. Also ich muss sagen, also dieses Bild stickt sich fast von selbst. Also ganz ehrlich, es macht so viel Spaß. Und weiß ich nicht, so mit jedem Zentimeter, den man stickt, sieht man eigentlich irgendwie was Neues entstehen. Also es ist total schön. Aber auch das Projekt wird jetzt erstmal hinten angestellt. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt meine Malen nach Zahlenbilder fertig bringen. Und dann ja, werde ich mich, glaube ich, weiterhin auf meine Wichtel und meine Meerjungfrau konzentrieren. So bei den Wichteln werde ich mal gucken, dass ich vielleicht jeden Monat irgendwie ein Wichtelmännchen fertig mache oder in der Woche eins. Aber das überlege ich mir noch. Ja, soweit bin ich mit meiner Ranch. Und ja, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich sie sehe. Sie ist einfach nur traumhaft schön. Ja, ihr Lieben, das waren sie. Meine Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Von der Menge her sieht es eigentlich viel aus, aber es ist eigentlich nicht viel. Also durch diese ganze olle Arbeiterei muss ich sagen, ja, schafft man nicht wirklich viel. Es bringt auch immer nichts, sich ein neues Projekt rauszusuchen, weil die Zeit ist einfach nicht da. Und wenn das eine komplett wegräumen und das andere dann wieder rauskramen und so, diese Projekte, die liegen hier alle so bei mir auf dem Tisch verteilt. Also es ist, also mein Tisch, ich habe ja diesen riesen Tisch hier, der ist ja fast 1,80 und der ist voll gemüllt, sage ich jetzt mal, mit Stickprojekten. Also es liegt in jedem, also dieser Teil ist so der einzige Teil, der frei ist tatsächlich, weil vor mir steht mein Monitor an der Wand. Also so ein großer Monitor von meinem PC. Mein PC steht irgendwo rechts in der Ecke. Aber der komplette Rest ist gefüllt mit Perlenbrettern und Stickprojekten. Mein Stickkranz liegt da hinten mit den Perlen und auch meine Hexe liegt hier. Also dieser Tisch ist voll gemüllt mit Stickprojekten. Ich zeig's euch aber nicht. Nein, ich schäme mich. Aber ich steige hier durch. Ich finde alles. Ich weiß, wo alles ist. Und von daher, ja, auch meine Painting-Bilder liegen hier auch noch rechts. Also von daher, ja, heilige Ordnung, sage ich nur. Aber egal, es ist mein Zimmer, Tür zu, alles sauber. Ja, wie gesagt, so weit bin ich gekommen. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten 2 Tage so ein paar Videos geguckt. Also Mädels, kann man euch nicht mal für ein paar Tage aus den Augen verlieren, ohne dass gleich was passiert. Die eine bricht sich beide Schultern, die andere hat keine Galle mehr und die dritte wandert jetzt ins Krankenhaus. Was ist denn los mit uns Mädels? Werden wir älter oder was geht da ab? Ja, in diesem Sinne, liebe Sabrina, weiterhin gute Besserung. Ich habe ja gesehen in dem Video, dass es dir ein bisschen besser geht, dass du deine beiden Hände schon wieder schön bewegen kannst, aber wie gesagt, schone dich. Ich habe dein Kooperationsvideo gesehen mit diesem Glitzerbild. Ich wäre interessiert, wie es aussieht, ja, mit den verschiedenen Farben. Wäre schön, wenn du uns das mal zeigst, weil das finde ich schon sehr, sehr interessant. Weil so hattest du ja nur eine Fotoeinstellung, aber es würde mich mal interessieren, wenn die Sonne drauf scheint und so, wie das dann so glitzert. Und ich muss ja sagen, wie schön wohnst du eigentlich? Du guckst aus dem Fenster und hast nur Wald und Flur, hätte ich fast gesagt. Also total schön. Also ganz liebe Grüße an dich und weiterhin gute Besserung. So, liebe Corinna, na, du machst ja auch Sachen. Aber ich habe gehört, du hast deine OP gut überstanden, es ist alles in Ordnung, die Fäden sind gezählt, sage ich. Siehst du, die Fäden sind gezählt, genau. Die Fäden sind gezogen und es ist alles schön verheilt. Also bist du auch auf dem Weg zur Besserung. Und ich habe auch gehört, dass du eventuell schon wieder arbeiten musst.
Naja, also wie gesagt, auch du schon dich ordentlich und ja, dass da alles schön verheilt. Ja, und die liebe Rita, unser letztes Sorgenkind in der Reihe. Ich habe ja gestern diese kurze Mitteilung gesehen, das habe ich mir auf der Arbeit angeguckt, habe ihr auch gleich liebe Grüße geschickt. Also liebe Rita, ich wünsche dir für deine OP alles Gute, dass alles gut verläuft. Ich weiß nicht, welche Krankheit dich erwischt hat. Ich hoffe nur, es ist nichts Schlimmes und dass du ganz, 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 ganz bald wieder auf den Beinen bist. Ah, diese Wörter. Aber es geht allen so, diese Wortfindungsschwierigkeiten während des Videos, ne? Also nicht nur mir. Ja, es ist wirklich schade, dass wir alle so immens weit auseinander wohnen. So auch, wo die Sabrina im Krankenhaus lag. Und da habe ich mir schon gedacht, eigentlich müsstest du dich jetzt mal in Zug setzen und sie mal besuchen. Aber ja, wann? Wann will man das machen? Mit dem Zug sitzt man wirklich Ewigkeiten und mit dem Auto diese Strecke traue ich mich nicht mehr. Also der Zug ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Also ich bin ja so ein bisschen ängstlich nach meiner Herzinfarktgeschichte. Also so lange Strecken traue ich mich nicht mehr zu fahren. Also da, nee, da bin ich von ab. Also weite Strecken lege ich nur noch mit der Bahn zurück. Alles andere ist für mich unmachbar. Ja, genau wie Berlin. Berlin ist jetzt nicht so weit von mir entfernt, also mit dem ICE rucki-zucki, aber diese Preise und nur einmal nach Berlin morgens und abends wieder zurück, das ist zu teuer. Sonst, liebe Rita, hätte ich dich so, so gerne besucht und dich mal richtig geknuddelt und gedrückt. Ich hätte euch alle ganz gern gedrückt und geknuddelt, ob es nun Sabrina ist oder Corinna oder die Rita oder ach. Ich knuddel euch alle mal aus der Ferne. Vielleicht ist es ja irgendwie machbar, dass wir uns alle mal irgendwo treffen. Das wäre so schön, weil ihr kennt mich ja noch gar nicht in live, ne? Ja, das werdet ihr auch nicht. Jedenfalls nicht. Ja, auf dem Treffen vielleicht mal. Das wäre total schön. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Aber in absehbarer Zeit wird das wohl nichts werden. Ei, weil ich keine Zeit habe. Gut, ihr Lieben, jetzt habe ich alle Genesungswünsche auf die Reise geschickt. Ich hoffe, meinen anderen Zuschauern und meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen geht es soweit ganz gut. Also, ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Bleibt mir alle gesund. Und wie gesagt, an die kranken Mädels, ich wünsche euch auf diesem Wege alles, alles Liebe, alles, alles Gute und ja, hoffe, dass ihr alles soweit gut übersteht. Ja, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Es war nicht viel, aber zumindest ein bisschen was habt ihr gesehen. Kleines Lebenszeichen von mir. Ich weiß nicht, wann es das nächste Video gibt. Es sind noch ein paar Kooperationen unterwegs. Aber ich bin so der Typ, aber das wisst ihr ja, ich muss das denn auch anstecken und ein bisschen Fortschritt zeigen in den Videos. Und ja, dafür fehlt mir leider im Moment die Zeit. Ich werde mal gucken, vielleicht, dass ich das so ein bisschen über ein paar Tage dann mache und das dann zusammenschneide. Alles andere wäre sinnlos. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles, alles Gute, habt ein fantastisches Wochenende und ich wünsche mir und euch ganz, ganz viel Sonne. Bis dahin, tschüss.